So, hallo, grüße wieder hier zu einem neuen Video von Bartel Invest. Und heute in dem Video geht es um ein Thema, was ich gerade eben mit einem anderen Trading-Kollegen hatte. Wir telefonieren mal ganz gerne nebenbei, wenn wir ein bisschen handeln. Ich rufe ihn auch mal an und sage, hey, guck mal hier, was hältst du davon? Und haben jetzt gerade so ein bisschen gequatscht, fast 2 Stunden lang, über Gott und die Welt noch ein bisschen. Und da ging es eben auch wieder um das Thema eben EA, Expert Advisor für den MetaTrader, weil ich eben gerade wieder erzählt hatte, wie toll eben unserer ist. Und da habe ich gedacht, darüber könnte ich doch mal ein Video machen, weil ich eben mit ihm darüber auch mal die Vorteile mal so gesagt habe, was ich jetzt als Nachhinein, nachdem wir den jetzt nutzen, wirklich merke, was für einen riesengroßen Mehrwert das eigentlich bringt. War mir vorher nicht so bewusst, eigentlich nur, ja, er verwaltet halt dein Trade, das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit und suche halt den Einstieg und den Rest macht der und kann mich ein bisschen um andere Sachen kümmern. Das war eigentlich so das Ursprüngliche, man merkt aber jetzt, dass da eine ganze Reihe anderer Vorteile noch sogar mit dabei sind, hinten dran sind. Und das habe ich jetzt ihm gerade so gesagt, dann dachte ich mir so mittendrin so beim Reden, da müsstest du eigentlich mal ein Video jetzt drüber machen, weil das ist ja doch eine ganze Menge. Und ich habe mir das jetzt hier gerade mal schnell aufgeschrieben, damit ich das nicht vergesse. Und dachte, ich kann euch das jetzt mal hier in dem Video kurz mal kundtun. Gibt natürlich verschiedene EAs in verschiedenen Variationen, was die eben machen sollen. Entweder, aber ich rede jetzt mal speziell von einem Handelssystem, entweder ein vollautomatisches Handelssystem, das ist natürlich das Allerbeste, oder eben, wie wir es gerade nutzen, halbautomatisches Handelssystem. An dem vollautomatischen sind wir noch dran, wobei ich sagen muss, ich glaube zumindest, wir sind nah dran. Das Problem ist immer noch der Einstieg, das klappt nicht ganz so, wie wir das wollen. Das ist irgendwie, macht der Computer immer irgendeinen Scheiß. Mal alles super und dann wieder so Momente, wo ich mir denke, was macht er denn jetzt? Nein, und ganz kompliziert. Der Einstieg ist ein Riesenthema. Wir sind aber langsam nah dran, aber ich glaube dennoch, wenn der Vollautomat da ist, den werden wir nicht wohl rausgeben. Den werden wir für uns behalten, weil der einfach zu geil ist und wenn wir den überhaupt rausgeben, dann wird der so exponentiell teuer sein, dass den sowieso keiner kauft, glaube ich, weil den behalten wir definitiv für uns. Was wir aber, wie gesagt, der Schlange zur Verfügung stellen, ist den Halbautomaten und die Strategie. Aber ihr müsst halt selber was machen dafür. Das heißt, ihr müsst selber einen Einstieg suchen und eben selber den EA dann aktivieren, beziehungsweise mit dem EA den Einstieg nehmen und dann verwaltet er. So, und anhand dieses EAs will ich euch die Vorteile mal nennen, jetzt zumindest mal bezogen auf den Halbautomaten, was ich jetzt spüre, was das halt riesengroße Vorteile sind. Zum größten Teil kann man das auch, sage ich mal, auf ein vollautomatisches Handelssystem jetzt schon mal mit übernehmen. Punkt Nummer 1 ist die Nacht. Das war nämlich das Erste, was ich mit ihm geredet hatte. So ein EA wird halt nicht müde. Da alles bei mir auf einem Server liegt und der Server 365 Tage im Jahr läuft, muss ich auch nie irgendwas ausschalten, sondern meine Handelssysteme laufen halt rund um die Uhr. Ich mache meinen PC hier aus, ja, aber der MetaTrader und die anderen Plattformen laufen ja alle auf einem Server. Meine Aktiendepots sowieso scheißegal, aber jetzt Handelsplattformen, wo der MetaTrader jetzt installiert ist und beziehungsweise speziell der EA, die laufen halt rund um die Uhr auf diesem Server. So, und wenn ich jetzt sage, ich bin müde und will ins Bett gehen, war es halt früher immer so, dass ich dann teilweise mir doch, wenn ich den Stop schon nachgezogen hatte und weit im Plus war, habe ich es halt einfach weiter laufen lassen und habe nächsten Früh geguckt, was ist passiert. Problem ist hier gewesen vielleicht, er hat schöne neue Hochs gemacht, keiner hat nachgezogen, er kam vielleicht wieder runter, bin raus und mir ist ein Haufen flöten gegangen. So, das passiert ja mit so einem EA nicht. Der arbeitet einfach konsequent die Strategie weiter, auch nachts, wenn ich schlafe. Oder ich habe mit Kurszielen gearbeitet, im Kurzziel reingelegt und gesagt, okay, wenn er dahin läuft, bin ich halt raus. Oder im Stop bin ich auch raus, Pech gehabt. Aber ich muss halt irgendwann mal ins Bett. So, und das ist halt dieses Thema Nacht schon Vorteil. So ein EA, der macht seinen Job einfach weiter. Der ist nicht müde, das ist eine Maschine, der arbeitet einfach weiter. So, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil und das merkt man auch mal Ende des Jahres an der Performance. Weil das sind diese kleinen Nachtshandel. Trades, die da ein bisschen mit reinlaufen, die teilweise mal nachts das dann entscheiden. Wenn ich nächsten früh aufstehe und der Markt ja größtenteils ja doch nachts nur seitwärts läuft und nichts passiert ist, ist es ja nicht schlimm. Aber es gibt halt doch immer wieder Trades, wo nachts manchmal eine kleine Entscheidung in dem Sinne kommt und das kann Ende des Jahres tatsächlich richtig viel an der Performance ausmachen. Und ja, deswegen Nachthandel ist natürlich für so ein EA, also ist ein Riesenvorteil, ganz klar. Der andere und natürlich mit der größte Faktor ist ganz klar die Zeit.
ich muss nicht mehr so viel Zeit vom PC verbringen. Nicht wie früher, da habe ich mich an meinen Rechner gesetzt, habe den Einstieg genommen und saß halt permanent hier davor. Habe natürlich schon ein bisschen andere Sachen nebenbei gemacht, aber irgendwie doch viel Zeit verschwendet. Man liest dann Zeitung und guckt bei YouTube oder man zockt nebenbei manchmal oder keine Ahnung, wenn man gerade nicht irgendwelche anderen Sachen noch zu tun hat, die man erledigen muss. Aber manchmal ist halt so, man muss halt raus, man muss vom PC weg, man muss irgendwo hinfahren, man hat irgendwas zu erledigen. Und entweder kann man es nicht machen, weil man eben sagt, ganz klar, man muss gucken, wo, was ist wichtig, ne? Man muss Prioritäten setzen. Und wenn natürlich man davon lebt, gerade vom Handeln, muss man halt am PC irgendwo sein, je nachdem, in welchen Zeiteinheiten man unterwegs ist. Wenn man jetzt im Stundenchart höheren Zeiteinheiten ist, ist das nicht so stressig. Da kann man auch von unterwegs im Handy mal schnell immer wieder checken, aber auch das nervt, permanent auf dieses Telefon zu klotzen. Und das fällt halt auch weg. Das heißt, du hast viel mehr Zeit, du machst den Einstieg jetzt bei uns in dem Fall bloß. Ich suche mir meinen Einstieg wie jetzt hier, wird übrigens auch gleich ausgeführt im Euro-US-Dollar. Also bin kurz dran, habe jetzt meine Kill-Linie auch drin. Wir arbeiten jetzt mittlerweile auch mit dieser Kill-Linie, hatte ich in anderen Videos ja erklärt. Jetzt ist er ausgeführt, jetzt bin ich drin. Also der Trade läuft gerade hier aktuell. Euro-US-Dollar wurde gerade ausgeführt. Und drückt direkt mit Volumen in meine Richtung, so gefällt mir das. Und jetzt ist eben der Punkt, jetzt wurde ich ausgeführt. Ich muss jetzt nichts mehr machen. Ich habe jetzt keine Arbeit mehr. Ich kann mich jetzt nach hinten lehnen und lasse den seinen Job machen. Also ich habe ja einfach mit diesem Teil keine Arbeit mehr und das spart viel Zeit. Ich kann jetzt Gassi gehen, ich kann mich um andere Sachen kümmern, kann meinem Hobby nachgehen, auf den Schießstand fahren. Ich habe gerade hier noch einen neuen Red Dot Visier gekauft, will ich meine Glock mal montieren und mal testen. Ja, solche Sachen kann ich jetzt einfach machen, weil der EA einfach mir die Arbeit jetzt abnimmt. So, und das ist, wie gesagt, dieser Zeitfaktor ist, glaube ich, mit der allergrößte Faktor. Und das war eigentlich der, den ich ursprünglich immer im Kopf hatte, dass man einfach hier enorm viel Zeit spart, auch für Berufstätige, früh sich am Rechner setzen, man guckt, wo sind Einstiege, legt alles schon rein, man klickt dahin, keine Positionsgrößen, Pending Order, sagt, da will ich einsteigen, da ist mein Stop, da ist mein Kursziel, ist der Stop weiter weg, jetzt neu die Kill-Linie mit rein, wo einfach alles hier storniert wird und man kann gehen vom PC weg. Man geht seinen Job machen und während man auf Arbeit ist, wird die Order ausgeführt und wird auch verwaltet. Ich muss nichts mehr machen, ich habe keine Arbeit. Und wenn er nicht dahin läuft, dann läuft er den Stop ursprünglich oder wenn er weiter in die Kill-Linie rein, wird es storniert. Und wird die Order komplett rausgelöscht und dann ist auch alles gut. Also Vorteile ohne Ende, die man hier hat, gerade eben für Berufstätige, die eben nicht permanent im Büro sitzen vielleicht und ihr Laptop daneben stehen haben und können ein bisschen mit traden, sondern die wirklich aktiv arbeiten müssen, die wirklich hier auf dem Bau sind, die keine Ahnung was für einen Job haben, wo die einfach nicht ständig aufs Handy gucken können oder irgendwie am PC sitzen, sondern wirklich körperlich ständig irgendwas machen müssen, wo das eben nicht funktioniert. Für die ist natürlich so ein EA der Zeitfaktor noch viel, viel, viel größer. Für mich ist ja eher so ein bisschen Freizeitfaktor, dass ich andere Sachen machen kann. Ich sage, okay, muss ich nicht hier sitzen, kann mich um andere Sachen kümmern, meinem Skisport nachgehen, im Sommer halt nicht mehr Motorrad, fahre ein bisschen rum, fahre mal zu einem Freund auf einen Kaffee. Ich kenne ja viele Selbstständige, wo man mal hinfährt und mit denen ein bisschen quatscht. Also für mich ist das eher so ein Freizeitfaktor. Für die anderen, die noch berufstätig sind und vielleicht irgendwann mal dahin wollen, für die ist das einfach überhaupt ein Faktor, überhaupt mit dem Traden mal zu starten zu können, weil die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie die Zeit gar nicht haben. Mit so einem EA haben sie die Zeit. Also, wie gesagt, Zeitfaktor, riesengroßer Vorteil. Der nächste mit gigantisch große Faktor ist das Thema Emotionen bzw. eine Handelsstrategie richtig umzusetzen. Ich habe den Videokurs zu meiner Handelsstrategie und merke halt, viele setzen um und kommen direkt dann und feiern das total und sagen hammergeil und super und setzen das um und sind absolut top und zufrieden, alles gut. So, dann gibt es wieder die anderen, die auch dann erstmal feiern, sagen geil, aber setzen es dann nicht richtig um, weil Emotionen hier immer eine Rolle spielen. Dann fangen sie doch wieder ans alte Schieben, die wissen das auch und sagen mir das dann zum Teil und sagen, ach scheiße André, ich hab's wieder und da. Dieses Emotionsthema halt, dass sie einfach nicht konsequent das machen können, weil oft wieder Zeit fehlt und dann kommen die in dieses Aktionismus, ich muss jetzt irgendwas machen und machen irgendwelchen Scheiß, ziehen Stops früh nach, weil der Markt immer anläuft, aber es gibt keinen Grund jetzt hier einen Stop nachzuziehen und machen es trotzdem, weil sie es nicht hergeben wollen. Statistisch gesehen aber einen riesengroßen Nachteil jetzt hier drin haben und so langfristig das Konto auch wieder platt machen. Das heißt, so ein EA übernimmt den Job und wenn man wirklich so hart ist, dass man einfach wirklich mal sagen kann und das muss man sich auch ein bisschen antrainieren, zu sagen, okay, ich gucke eben nicht ständig auf den Rechner oder jetzt ständig auf den Server und guck, was der EA hier macht, sondern lass ihn einfach mal seinen Job machen. Ich suche den Einstieg und das war's und dann mache ich wirklich was anderes und sage, lass ihn machen.
Weil er macht das emotionslos. Er setzt die Strategie emotionslos um. Man kann jemandem die beste Handelsstrategie an die Hand geben und schaffen es trotzdem nicht, Geld zu verdienen, weil sie es einfach nicht umsetzen. Und das ist für mich immer so ein Riesenrätsel. Warum? Also, früher habe ich das auch mal gehabt. Mittlerweile bin ich einer, der setzt das konsequent einfach um. Einfach machen. Gerade wenn man so ein Demokonto aus dem Handel, man hat ja eh nichts zu verlieren. Also einfach mal konsequent umsetzen, aber auch richtig umsetzen. Und das ist auch ein Punkt, den hatte ich glaube auch mit hingeschrieben, genau, Markttechnik richtig umsetzen. Und das macht das halt, dieses Handelssystem. Mir ist das auch schon passiert, habe einen Stop nachgezogen, wurde nachher ausgestoppt und danach fällt mir auf, ja warte mal, das war jetzt aber gar kein Tief, war gar kein Punkt 3, er lief so seitwärts, hat so ein paar Ausschläge gemacht nach oben, habe es aber irgendwie optisch so verschachtelt nicht erkannt, dass er überhaupt nicht über das letzte Hoch drüber ist. Und mit gab es gar keinen Punkt 3, beziehungsweise kein neues Tief, wo man hätte nachziehen können. Habe ich aber gemacht, habe es aber nachhinein gesehen, wurde ausgestoppt und denke mir so, ach scheiße, hast du wieder nur kurz flüchtig auf den PC geschaut, hast nachgezogen, weil du wieder was anders gemacht hast und jetzt bist du hier raus und am Ende läuft der vielleicht noch wunderbar in meine Richtung, meine ursprüngliche Richtung. Das passiert diesem eher auch nicht. Weil der zählt richtig, der weiß, der sieht das und der setzt das konsequent dann um und der zieht dann da nicht nach oder macht irgendwelche Fehler aus Versehen, macht er einfach nicht. Man hat mal Bugs drin von der Programmierung noch, die man am Anfang jetzt immer ausbastelt, irgendwelche Kleinigkeiten sind das eher, aber am Ende setzt der genau das um, wie man das programmiert hat. Das, was man dem sagt, macht er dann auch. Das heißt, man kann auch nicht aus Versehen mal falsch draufschauen und irgendwas falsch machen. Passiert hier auch nicht. Und ein riesengroßer Vorteil ist das Thema durch Positionsgrößenberechnung. Auch ein leidiges Thema, ist mir früher auch oft passiert, Positionsgrößen falsch ausgerechnet. Ne? Eingetippt, Taschenrechner, zack, 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 irgendwie was verrutscht, eine falsche Zahl eingetippt, kommt eine Positionsgröße raus, alles klar, man knallt die rein, Panning oder bam, so, bumm, wurde ausgeführt, nachhinein gucke ich hin, wo mein Stop-Loss liegt, ist nicht 1%, sondern irgendwie vielleicht sogar 2%, 3%, was weiß ich. Also ich merke schon, ich weiß meine Positionsgrößen, die im Durchschnitt immer rauskommen, wenn ich jetzt wirklich mich gravierend vertippt hätte, würde ich das schon sehen. Na, die Lot-Position ist ein bisschen extrem groß oder extrem klein, hier stimmt was nicht. Aber es sind manchmal so kleine Dreher bloß drin, die fallen erstmal nicht auf. Man merkt es dann erst danach, wenn es ausgeführt wurde, dass man denkt, ach scheiße, das passt ja nicht. Die ist ja viel zu groß jetzt hier gewesen oder zu klein. Und dann läuft es vielleicht super an und hat man so einen kleinen Puppel da bloß drin gehabt und denkt sich, Mensch, jetzt war es nur 1%, hätte ich es richtig ausgerechnet, wären es vielleicht jetzt irgendwie 3-4% Gewinn gewesen. Auch das gibt's nicht mehr, ne? Weil ich klicke jetzt hier wie bei dem mit der Pending Order oben hin, sag da einsteigen, da Stop und da mein virtuelles Kursziel und dann läuft der rein, rechne die Positionsgröße exakt aus, da wo der Stop-Loss ist. Ne? Wenn das denn kann, muss natürlich ein großes Konto auf, also verhältnismäßig großes sein, weil es gibt Leute, die handeln mit einem 1000-Euro-Konto in einem Stundenchart und sagen, der Stop-Loss liegt elendweit weg, ja, aber es gibt nur 0,01 Lot. Das Thema hatte ich nämlich letztens mit jemandem, der hat nämlich so ein kleines Konto gehandelt. Und dann sage ich auch zu dem, ja gut, okay, klar, also es geht im Forex-Bereich beim CFD-Handel da nicht kleiner als 0,01, zumindest nicht beim MetaTrader. Und ja, wenn du mit so einem kleinen Minikonto jetzt handelst, in so einer weiten Zeiteinheit, dann kann der das nicht mehr richtig berechnen, da ist Schluss. Also ja, das ist ja was ganz anderes Thema natürlich, aber ansonsten berechnet er exakt alles so, wie du es haben willst. Also wie gesagt, die Palette an Vorteilen ist wirklich lang, was ich jetzt nachhinein das richtig merke. Ursprünglich war bei mir eher so auch der Zeitfaktor ursprünglich angedacht, um einfach hier ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich suche den Einstieg und habe einfach viel mehr Freizeit. Also so ein EA, gerade die Kombination jetzt aus unserer Strategie mit diesem Handels-EA, mit diesem Strategie-Trade-Manager ist eigentlich schon unbezahlbar. Also es ist einfach hervorragend. Ihr seht's in unserem Referenzkonto 100 Trades, 26% in 3 Monaten und mit einem Zeitaufwand am Tag von nicht mal einer halben Stunde. Also geiler geht's nun wirklich nicht. Und momentan geht's konsequent so weiter. Also geil. Einfach nur geil. Das war's schon zu dem Video. Wie gesagt, einfach nur mal, welche Vorteile hat so ein Expert Advisor? Was bietet der? Ob Halbauto oder Vollauto, ihr seht, die Palette ist lang an Vorteilen und ich kann euch, wie gesagt, nur empfehlen, guckt euch mal das an, was wir haben, guckt euch mal das an, was wir zusammen gebaut haben, programmiert haben, diesen EA, Strategie muss ich nicht reden, die ist eh top, aber guckt euch gerne mal an, in der Videobeschreibung findet ihr die Links dazu, könnt euch da nochmal die Videos anschauen und wenn ihr Fragen habt oder Interesse habt, könnt ihr euch gerne vorher nochmal bei mir melden, wenn irgendwie Fragen offen sind. Genau, in dem Sinne,
Freue ich mich auch, wenn ihr den YouTube-Kanal hier abonniert, falls ihr ihn noch nicht gesehen hast. Unten einfach auf Abo klicken und die Glocke aktivieren. Kommen immer wieder neue Videos, interessante Sachen. Wir bauen auch immer wieder coole neue Sachen zusammen und versuchen das weiter auszuweiten. Weil hier gerade im Trading gibt es Möglichkeiten ohne Mass, ohne Ende. Und die teilen wir natürlich gern mit euch. In dem Sinne freue ich mich. Bis zum nächsten Video. Euer André. Macht's gut. Ciao, ciao.